doch bestimmt auch zum Flussufer einer Stadt, die zum Verweilen einladen und weit und großzügig sind. Und deshalb schaffen wir auch deshalb, die Zugänglichkeit, ne? Genau, deshalb, die es bislang so gar nicht gab an der, genau, der Spree beispielsweise. Jetzt geht es um das gesamtstädtische Interesse. Ist das gesamtstädtische Interesse bezüglich der Spreeufer eher in der Bebauung mit Büros und Wohnungen, bis dicht ans Ufer, Stichwort Niederspree? Mhm. Oder in der Schaffung von frei zugänglichen Kulturen der Erholungsflächen als Grünzug, Stichwort Frischluftfrei? Da sage ich Ihnen, beides ist miteinander in Einklang zu bringen und das machen wir auch. Wir schaffen die Uferwege, aber Bebauung muss auch sein, gerade im Bereich Niederspree. Wer was gegen Mercedes da hat, neben der O2-World, das ist nicht direkt an der Spree, tangiert überhaupt gar nicht den Wunsch, die Zugänglichkeit, und insofern gehört beides zusammen. Wollen wir ja auch als Initiative beides, ja, in einem vernünftigen Einklang. Gut, okay, das ist schon mal eine sehr gute Antwort. Ja. Sie befürworten doch sicherlich die Chancengleichheit und fänden es negativ, wenn Berlin Entwicklung wie London und Paris nimmt. Die Frage wäre dann wahrscheinlich, ne? Ja, also finden Sie den Berliner Wohnungsmarkt auch so entspannt wie Ihre Kollegin Senatorin Müller-Reyer? Oder sehen Sie die gegenwärtige Wohnungsknappheit, diese Nachfrage über der Überhang in den Innenstadtbezirken auch als so eklatant an, dass man im Schnitt von einem stadtweit angespannten Wohnungsmarkt reden kann? Also in der Tat verschärft sich die Situation. Das kann man ja sehen bei Neuvermietungen vor allen Dingen. Und in bestimmten Quartieren, wie hier beispielsweise, ist angesagte Gegend, suchen viele eine Ein-Zweizimmerwohnung, ist der Markt relativ schwierig geworden und auch teuer. Ja, also zumindest seit dem Mietwucher wieder verboten, seit § 5 wird ja Strafgesetz. Mietwucher ist ja verboten. Ja, das wird nicht angewendet. Nein, das ist aber dann, muss ja einer dann umsetzen. So. Ja, ja. Ansonsten haben wir aber auch 100.000 Leerstände. Und wir haben immer noch eine Mietpreissituation, die weit unter dem Mietniveau in anderen vergleichbaren Städten liegt. Trotzdem muss man gegensteuern. Deshalb klare Antworten. Wir wollen 30.000 neue Wohnungen haben für die Wohnungsbaugesellschaft, gerade in dem Segment ein Zweizimmerwohnungen, die korrektiv haben, auch in den Quartieren, wo es eng wird. Zweitens, wir haben eine zweite Initiative ergriffen, Modernisierungsumlagen auch von 11% auf 9% zu reduzieren. Drittens, wir haben gerade im Senat beschlossen, in 6 Bezirken die Verlängerung der Schutzfristen bei Eigenbedarfskündigung von 3 auf 7 Jahren. Und das sind konkrete Maßnahmen, die wir ergreifen, um dagegen zu stoppen. Und die Bundesratsinitiative nicht zu vergessen. Haben Sie gesagt. Ja. Drittes und letzte Frage. Sie selbst wohnen bestimmt nicht gerne an einer Autobahn. Oder wollen auch keine in ihrer Nähe haben. Sie werden sich wundern, ich wohne an einer Hauptverkehrsstraße, ja, mit sehr viel Verkehrslärm. Also aber da sind Sie beim Falschen gelandet. Eine sechsspurige Autobahn, A100. Sechsspurige Autobahn ist bei mir in der Nähe und ich freue mich, auf dieser Autobahn sehr schnell nach Schönefeld zum Flughafen beispielsweise zu kommen. Aber dennoch, und ich kann mir nicht vorstellen, wie meine Wohnstraße aussehen würde ohne diese Stadtautobahn. Sicher, wir haben einen Bestand an Autobahnen, klar. Wir wollen jetzt nicht alle zurück. Ja, aber auch dieser Bestand an Autobahnen zeigt, wie wichtig die sind. So. Ich sage Ihnen klipp und klar, natürlich kann man eine Stadt nicht autogerecht bauen, kann überhaupt gar kein Ziel sein. Wir brauchen ein öffentliches Nahverkehrsangebot, was die Leute überzeugt, ihr Auto stehen zu lassen und mit dem Öffentlichen zu fahren. Das ist unser Konzept. Genau. Deshalb investieren wir auch weiter in Straßenbahnen, in U-Bahn-Bau und in einer verbesserten Verkehrssituation. Trotzdem brauchen wir bestimmte Anschlüsse wie die A100 und dafür stehe ich auch. Und das entlastet auch Wohnstraßen. Entsprechend kann man beides machen, öffentlichen Nahverkehr ausbauen und trotzdem die A100 bauen. Das ist ja schön. In der Frage wäre es nämlich um die Alternativen zur A100 gegangen. In der Frage Alternativen zur Stadtautobahn sind natürlich gewünscht. Auch von Ihnen wahrscheinlich. Also wenn es denn Alternativen gäbe, ja, zu einer sechsspurigen Autobahn. Sie werden ja nicht mit einem kleinen Autobahnabschnitt alle Verkehrsprobleme lösen. Ja, dann brauchen Sie sowieso noch Ergänzung. Genau, eine Stadtstraße zum Beispiel. Ja, aber der erreichen, ne? Aber es braucht nicht, dass man dann auf einmal Adlergestell dann auf einmal ausbauen zu einer Achtspurigkeit. Das wird auch keine Alternative sein. Ne? Also, wir sind auf der Suche nach mehr. No? So, okay, prima, danke. Danke. Da haben wir ja in 90% der Fälle übereinstimmt. Das war sensationell. Ja. Wir sind also ein Herz. Das ist ja immer ganz schwierig, es gibt ein Rechtsverfahren. Also da wird das überprüft. Insofern hat doch keiner ein Interesse daran, irgendwas hinzulegen, was in einer Stadt. Aber Sie Deutsch. Da sollte man ein bisschen Fairness dabei lassen. Und ob man so eine Autobahn baut, kann man unterschiedlich auch sein.
Sie haben auch 50 Millionen Euro für Gutachten zur Verfügung, Planung gehabt. Wir als Bürgerinitiative haben das leider nicht. Man kann da natürlich von Fairness sprechen. Aber Sie erwarten von uns, dass wir dann beim Planfeststellungsverfahren auch wieder alle parat haben. Das wird ausgelegt, das kann auch begutachtet werden. Also deshalb ist das auch ein bisschen Vorwurf, der in die falsche Richtung geht, weil Sie erwarten ja diese Transparenz. Und nicht einfach nur Planer, die das dann als Strich da machen, sondern dass das gründlich ausgearbeitet wird, auch unterlegt wird mit diesem Gutachten. Und da muss man sich anschließend damit auseinandersetzen. Deshalb kann man von Ihnen natürlich nicht verlangen, dass Sie dann nochmal alle Gutachten neu machen. Aber das ist ja transparent und öffentlich. Aber ich hätte schon erwartet, dass die Planfeststellungsunterlagen in Friedrichshain-Kreuzberg großgelegt worden wären. Das sind sie nicht gemacht worden. Die Belastungszahlen von Friedrichshain-Kreuzberg sind auch erst nach der öffentlichen Auslegung beim Erörterungskomitee ausgelegt worden. So hatten die Leute hier überhaupt keine Möglichkeit, dagegen einen Einwand zu schreiben. Und das finde ich schon nicht fair. Und das ist auch nicht transparent. Einwände geschrieben worden sind, auch in ausreichendem, es reicht ja einer, es muss ja nicht 100.000 sein, sondern es reicht ja einer und ich gehe mal davon aus, dass die Zollinitiative da diese Einwände auch formuliert haben. Gehört dazu, ne? Also für mich ist das ein Votum, nicht SPD zu wählen, wenn man hier im Bezirk nicht mehr Verkehr hat. Aber das muss ich in Kauf nehmen. Ja. So, aber seien Sie vorsichtig, wen Sie denn dafür das Votum geben. Ob die denn an Ihrer Seite noch stehen nach dem 18. September? Ja, wenn die SPD Druck ausübt, natürlich nicht. Ach, dann ist auch die SPD schuld, wenn die Grünen dann zum Beispiel umkippen. Also die Grünen und die Linken würden die Autobahn nicht bauen. So wie in und das Hamburg muss man das Kohlekraftwerk. Ja, auf so Kosten der Hamburg SPD. Und dann finde ich das unfair, den anderen Parteien anzulassen. Das haben die Grünen ja selbst entschieden und nicht wir. Ja. Ja. Wissen Sie, was mir einige Grüne gesagt haben im Vertrauen? Baut doch schon mal die Autobahn, dann haben wir das Thema bei der SPD ist die einzige Partei, auch gegenüber den Linken, auch gegenüber den Grünen, die diese Autobahn durchziehen will. Wenn die SPD einen anderen Standpunkt vertreten würde, würde die Autobahn nicht gebaut werden. Die Autobahn wird auch noch gebaut, wenn in Koalitionsverhandlungen man sich nicht einigt. Ja, das ist ja schon, dass die SPD das durchsetzt. Wir haben die absolute Mehrheit. Ja. Aber daran glauben Sie ja auch.